Warum nicht? Weiß ich eigentlich nicht, warum. Also ich finde, dass es halt gar nicht funktionieren würde. Ich werde mir die App auf jeden Fall aufladen. Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob sie was nützt, weil wir in Deutschland doch vielleicht wenig Kontaktpunkte haben können. Vielleicht mehr in Großstädten oder wir auf dem Land vielleicht weniger Kontakt haben, aber ich werde es mir trotzdem aufladen. Ich werde sie mir laden. Ich finde es sinnvoll. Kann ja jeder selber entscheiden, welche Daten er teilt oder welche er abruft, aber an und für sich glaube ich, dass man schon viel zu viele Daten teilt an anderen Orten und in anderen Apps, wo es nicht so sinnvoll ist. Deswegen kann die App doch nur sinnvoll sein. Nein. Warum nicht? Weil ich die einfach nicht will. Ich bin mir nicht sicher, nee. Ich denke, dass die einfach noch nicht ausgereift genug ist. Also wenn das wirklich so funktioniert, dann ja. Ich denke schon, ja. Bestimmt nicht. Warum nicht? Ich finde das Ganze ein bisschen übertrieben und diese Totalüberwachung von dem Ganzen, den ganzen Herd beieinander halten oder auseinanderhalten kann man mit ihrer App nicht. Auch wenn man nachher weiß, wer der Auslöser war, verbreitet ist er trotzdem schon. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, weil ich habe mich noch nicht so darüber informiert. Und mit dem Datenschutz ist es noch so ein bisschen, ich weiß es noch nicht genau, aber ich werde es mir auf jeden Fall überlegen und mir das anschauen. Das, was ich bis jetzt gelesen habe, scheint es gut gemacht zu sein und halbwegs gut getrennt zu sein von allem. Und außerdem bin ich bei Facebook und WhatsApp und sonst überall, also schon zu spät. Dass ich halt gewarnt werde, wenn ich dann nicht mehr Leute irgendwie infizieren kann oder so, dass ich dann auch weiß, dass ich mich irgendwie bei Arzt melden soll. Im Prinzip, dass man es besser nachverfolgen kann. Ich verspreche mir davon, dass ich letztendlich besser im Blick haben kann, ob ich einer Gefährdung ausgesetzt bin oder in einer Region bin, wo es vielleicht gerade viel hat. Das heißt, ich kann sensibler damit umgehen und mir auch gut überlegen, möchte ich irgendwo hingehen oder möchte ich doch lieber mich jetzt auf Abstand halten.